Was für ein unglaublicher Neuzugang für unsere Wölfe. Die deutsche Meisterin und Pokalsiegerin Elisa Lohmann läuft in dieser Saison für unser Wolfsrudel auf. Hallo, ich bin Elisa Lohmann, ich bin die Libera vom VfB Suhl, bin 22 Jahre alt und komme gebürtig aus Parchim. Das deutsche Ausnahmetalent fing schon früh mit dem Volleyball an. Also eigentlich haben mich meine Eltern zum Volleyball geführt. Ich sollte in der Grundschule neben der Schule eine Beschäftigung für mich finden. Und für Mädels gab es eigentlich hauptsächlich den ersten VC Parchim als guten Volleyballclub. Und ja, da habe ich angefangen, habe das Training ausprobiert und habe nie wieder aufgehört. Aufgrund ihres großen Talentes geriet Elisas Karriere schnell in Fahrt. Also ich habe ungefähr bis zur 9. Klasse beim VC Parchim Volleyball gespielt und dann bin ich durch den Landestrainer von MacPom auf Sportinternat nach Schwerin gewechselt, habe dort dann erst in der 2. Bundesliga als Außenangreiferin gespielt und wurde dann in die 1. Liga hochgezogen. Bin dann mit Schwerin Deutscher Meister unter anderem und Pokalsieger geworden und ja, dann zur Saison 1920 in die Schweiz nach Schaffhausen gewechselt. Wir sind wirklich stolz darauf, Elisa in dieser Saison im Trikot der Wölfe zu sehen. Doch wie kam es dazu? Also erstmal konnte ich in der Schweiz für mich sehr viele Spielerfahrungen sammeln und jetzt war es eigentlich mein Ziel, wieder zurück in die deutsche Bundesliga zu kommen, dort mich weiterzuentwickeln und ja, Suhl hat mir eben die Möglichkeit geboten, hat ein ganz neues Konzept vorgestellt. Welchen Eindruck hat die Vorzeigeathletin von den ersten Wochen der Vorbereitung? Also ich habe bisher schon das Gefühl, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind und ich bin schon sehr gespannt auf die Testspiele, da freue ich mich sehr darauf und ja, auch wie wir dann in die Saison starten können, weil ich habe ein sehr, sehr gutes Teamgefühl. Alle ziehen an einem Strang und geben alles und geben immer Vollgas. Hat unsere Elisa neben dem Sport auch noch Zeit für andere Hobbys? Also neben dem Volleyball studiere ich Psychologie als Fernstudium. Da konzentriere ich mich natürlich drauf und nutze die freien Minuten. Und ansonsten freue ich mich einfach, Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen, die mich hoffentlich dann auch bald hier besuchen kommen und die schöne Stadt Suhl sehen. Elisa Lohmann, herzlich willkommen bei den Wölfen in Suhl.